das, meine Güte. Chefin von Schau ins Land reisen. Sie haben gerade selbst gesagt, man merkt gar nicht, wie schnell 10 Jahre vergehen. Und seit 10 Jahren unterstützen Sie schon den Zoo Duisburg. Und das Ganze hat etwas mit, ich sag mal, Verliebtheit zu tun. In wen haben Sie sich denn verliebt? In diese kleinen, süßen Gesichter. Okay. Und seitdem unterstützen Sie den Zoo in welcher Form, in welcher Art? Ja, erstmal natürlich finanzieller Art, aber dann auch in Form von Veranstaltungen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Zoo durchführen, in unserer Firma. Morgen zum Beispiel sind hier 575 Reisebüro-Expedienten von den Reisebüros aus Nordrhein-Westfalen, die wir eingeladen haben, hier für einen Tag in den Zoo zu kommen. Das fördert natürlich dann auch den Besucherstrom. Hoffen wir wenigstens auch zukünftig, dass sie mit ihren Familien mal hierher kommen. Wir machen Veranstaltungen innerhalb des Lemurengeheges, kleinere Veranstaltungen oder Roadshows oder im Herbst Halloween. Das sind alles in Verbindung mit dem Zoo und mit dem Lemurengehege. Und jetzt hatten Sie vorhin einen Satz gesagt, den ich sehr interessant fand, dass Sie die Zoohaltung oder die Tierhaltung in Zoos als etwas sehr Wichtiges empfinden. Gerade in diesen Tagen wird ja, ich sage mal beispielsweise, über Delfinhaltung etc. gestritten. Aber Sie haben da eine ganz klare Position. Ich habe da eine sehr klare Position. Ich finde die Zoohaltung gerade in der heutigen Zeit äußerst wichtig, weil wir die Menschen, unsere Umwelt vernichten. In manchen Reisegebieten gibt es keine Wälder mehr, es wird Holz abgehauen, alles nur für Konsum. Und der Zoo macht eine Tiererhaltung, eine Zucht und Erhaltung und Pflege, damit auch unsere Kinder, wie sie draußen gerade stehen, auch in 10 Jahren noch den Unterschied, wie ich immer sage, zwischen Elefant und Nashorn wissen. Und das ist die Arbeit eines Zoos, Pflege auch der Tiere. Und ich denke, gerade speziell bei den Lemuren macht sich das ja auch deutlich. Die Tiere sind ja nicht nur süß, sondern arg von der Ausrottung bedroht. Sie leben nur auf Madagaskar. Und da sind sie wirklich von der Ausrottung bedroht, weil auch die Bevölkerung, die teilweise sehr arm ist, einen kleinen Kater sogar als Sonntagsbraten benutzen. Jetzt ist ja Schau ins Land reisen ein Familienunternehmen, das schon seit vielen, vielen Jahren in Duisburg in den verschiedensten Bereichen engagiert ist. Darf der Zoo Duisburg davon ausgehen, dass es auch weiterhin so bleiben wird? Ganz sicher. Dankeschön. Ganz sicher. Danke. Ich habe was für dich.